Liebe Mitfeiernde zu Hause, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Es ist uns wichtig, diesen Jahreswechsel miteinander zu begehen. Diesen Übergang in dieses neue Jahr, mit Gott in dieses neue Jahr zu gehen. Das ist eigentlich nichts Neues in St. Ottilien. Jedes Jahr haben wir miteinander hier gebetet und gesungen. Dieses Jahr ist es anders. Trotzdem wollen wir mit Ihnen verbunden sein, zu Hause. Und wir wollen beginnen mit dem Zeichen des Kreuzes, dass Gott in unseren Gedanken ist, dass Gott in unserem Herzen ist. Und wenn wir unsere Schultern berühren, dass er es ist, der alles mitträgt. Und so lasst uns gemeinsam beginnen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen zu Beginn eine kleine Geschichte hören, die uns Pater Klaus vorträgt. Eine persische Sage erzählt von einem Mann, der in der späten Abenddämmerung am Strand des Meeres entlang geht und ein Säckchen voller kleiner Steine findet. Achtlos lässt er die Steine durch seine Finger gleiten und schaut dabei auf das Meer. Er beobachtet die zahlreichen Möwen, die kleinen Wellen des Wassers. Und dann wirft er übermütig mit den Steinchen nach den Vögeln. Spielerisch schleudert er die kleinen Dinger ins Meer und eins nach dem anderen versinkt in den Wogen. Nur einen einzigen Stein steckt er zufällig in seine Tasche und nimmt ihn mit nach Hause. Groß wird sein Schrecken, als er beim Schein der Lampe zu Hause in dem unscheinbaren Stein einen herrlich funkelnden Diamanten erblickt. Wie gedankenlos hatte er den ungeheuren Schatz verschleudert. Er eilt zum Strand zurück, um die verlorenen Diamanten zu suchen, doch vergebens. Er findet keinen einzigen wieder. Solange er auch sucht, keine Selbstanklage und Reue, keine Tränen und Vorwürfe können ihm den achtlos weggeworfenen Schatz zurückgeben. In der Mitte
hören einen Text aus dem Epheserbrief. Achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht wie die Toren, sondern wie Kluge. Nutzt die Zeit, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist. Berauscht euch nicht mit Wein, das macht zügellos, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder erklingen. Singt und jubelt aus vollem Herzen dem Herrn. Sagt Gott dem Vater jederzeit Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wort des lebendigen Gottes. Sei Gott. Liebe Mitfeiernde zu Hause, wir haben die Geschichte vom weggeworfenen Schatz gehört. Schenkt uns Gott nicht auch solch einen Schatz, wenn er uns Lebenszeit schenkt? Und spielen wir nicht manchmal auch so selbstverständlich mit den geschenkten Tagen unseres Lebens? Wir träumen vom großen Leben und verschleudern manchmal die Tage einfach so hinweg, bis wir dann erschrocken feststellen, welche kostbaren Schätze die Tage unseres Lebens sind, die wir vielleicht vertan haben. Nutze die Zeit, genauer gesagt, in der Übersetzung heißt es, kauf die Zeit aus. Jeder Tag ist ein Schatz und birgt in sich die Möglichkeit, erfüllt zu leben, trotz Corona. Sorgsam und bewusst dürfen wir mit unseren Tagen umgehen, mit unserem Leben umgehen. Denn unser großes Leben besteht aus vielen kleinen, richtig gelebten Tagen. Carpe diem, pflücke den Tag. Aber nicht im Sinne, dass wir uns alles verfügbar machen können. Hartmut Rosa schreibt in einem Buch über die Unverfügbarkeit, zum Beispiel der Schnee im Winterurlaub. Er sagt einmal, wir können uns zwar wünschen, dass es schneit, aber erzwingen oder erkaufen lässt es sich nicht. Wir Menschen leben oft in der Versuchung, alles verfügbar zu machen, technisch beherrschbar zu machen, etwas manipulieren zu können. Es wäre schade festzustellen, dass das Leben an mir vorbeigerauscht ist, weil ich alles verfügbar machen wollte und gerade das, was das Leben ausmacht, nicht verfügbar ist. So ist es doch gerade in der Liebe. Ich kann nicht über einen anderen verfügen. Es ist mir geschenkt und vielleicht auch am Ende dieses Jahres zu schauen, wo ist mir ja diese Liebe geschenkt worden. Wo ist mir etwas geschenkt worden, über das ich nicht verfügen kann? Und ich glaube, da geschieht gerade Begegnung mit Gott selber. Da ist er in unserem Leben sichtbar. Was nicht von mir machbar ist, was nicht von mir planbar ist. Corona ist alles andere als geplant gewesen. Und trotzdem hat Gott uns in dieser Krise auch Wege aufgezeigt, vielleicht aus unserem Irrsinn, den wir teilweise betrieben haben, eine Bremse reinzuhauen, zu schauen, was ist wirklich wesentlich und was ist wirklich wichtig in unserem Leben. Darauf zu schauen, wieder zu schauen, welche Freundschaften, wo bin ich in tiefer Freundschaft mit jemand verbunden und das auch wieder zu leben und lebendig zu halten. Nicht nur die Freundschaft zu den Menschen, auch gerade heute die Einladung zu schauen, meine Beziehung zu Gott wieder lebendig werden zu lassen, zu spüren, wir Menschen haben nicht alles im Griff, auch wenn wir noch so planen. Im Letzten sind wir auf was Höheres verwiesen. Ich möchte Sie heute einladen, einfach mal so auf Ihr Leben so zu schauen. Wo darf ich mich wieder neu einlassen? Was sind so meine
Blickwinkel? Was sind so meine Sichtweisen auf das neue Jahr hin? Wohin ich schaue, dahin komme ich. Das, was du im Auge hast, das trägt dich, in das hinein wirst du verwandelt. Wenn wir hier in der Klosterkirche jeden Tag zum Gebet einziehen und wie es im Epheserbrief geheißen hat, Hymnen und Lobgesang miteinander feiern, Gott zu loben, dann schauen wir immer auf Jesus Christus im Hochaltar. Er, der unser Leben ausmacht, der uns lebendig macht und der uns die Fülle des Lebens schenkt, aus der wir leben dürfen. Worauf blicken Sie? Was ist Ihr Blickwinkel? Und was müssen Sie vielleicht auch loslassen im Hinblick auf das alte Jahr? Ich möchte Sie einladen, drei Blickwinkel einzunehmen, drei Sichtweisen, drei Perspektiven für das neue Jahr. Das eine ist die Nachsicht. Ich lade Sie ein, es mit Nachsicht zu versuchen. Die Nachsicht hofft, dass jede und jeder schon seinen eigenen Weg finden wird. Und die Nachsicht vertraut ferner darauf, dass der Nächste auch über Irrwege und Umwege auf den Weg zurückfinden wird, zu einem Leben in Fülle. Wir meinen ja oft, wir wüssten am besten, was die anderen brauchen, ohne dabei auf unser Leben zu schauen. Wir dürfen die Fehler der anderen wörtlich nachsehen, weil Gott seine Sonne aufgehen lässt über Bösen und Guten. Also Nachsicht bitte mit den Menschen, mit denen Sie jetzt gerade vielleicht auf engstem Raum zusammenleben und vielleicht gerade keine Ausflüchte haben. Uns geht es auch so im Kloster. Wir haben gelernt, was Stabilitas ist. Wir sind aufeinander verwiesen und auch da ist diese Nachsicht wichtig. Das zweite ist die Umsicht. Wir sollten ferner einander mit Umsicht begegnen. Der heilige Papst Johannes der 23., er ist im Jahre 1963 verstorben, hat einmal sein Motto im Umgang mit seinen Mitarbeitern einem gestressten Bischof verraten. Und zwar: alles sehen, vieles übersehen, selten korrigieren. Ich möchte noch hinzufügen, und solltest du einmal wirklich den anderen korrigieren müssen, dann tu es bitte in Liebe und vielleicht im richtigen Augenblick. Also auch Umsicht bitte. Die dritte Sichtweise ist die Vorsicht. Eine chinesische Weisheit sagt, 1000 Meilen beginnen mit einem kleinen Schritt. Das heißt, jeder Tag ist eine neue Berufung, eine neue Herausforderung. Viele Menschen sehen ja immer nur gleich das Ende, das Ziel und gehen deshalb nicht los. Viele Menschen wollen immer schon wissen, ja, was kommt dabei raus? Dann gehe ich erst los. Ich sage immer, es ist gar nicht so wichtig, dass was rauskommt, sondern dass wieder was in sie hineinkommt. Dass wir offen werden mit unserem Herzen, diese Liebe überhaupt zu empfangen. Vorsicht, das heißt nicht stehen bleiben, sondern in der Bedeutung vorausschauen, Vorsicht, jeden Tag einen Schritt wagen. Nur einen Schritt, aber den jeden Tag. Der Augenblick ist entscheidend. Martin Buber sagt einmal, der Augenblick ist das Gewand Gottes. Und so lade ich Sie ein, diese Sichtweisen im neuen Jahr gleichsam zu verwirklichen. Diese Nachsicht, diese Umsicht und diese Vorsicht. Ich denke, das Leben hängt oft mit zusammen, wie ich die Dinge sehe, welchen Blickwinkel ich habe, welche Perspektive ich habe. Für mich ist eine der besten Perspektiven, auf Gott zu schauen, ihn in meinen Blick zu nehmen oder auch im anderen, so wie es der heilige Benedikt sagt, Jesus Christus zu sehen. Versuchen Sie es doch einmal, die Menschen, die Ihnen begegnen, vielleicht gerade mit denen, wo Sie sagen, oh je, auch in dem ist Jesus Christus anwesend.
Auch mit dem darf ich Nachsicht haben. Auch da darf ich umsichtig sein und da darf ich auch vorausschauend und mit Vorsicht umgehen. Vorsicht, so wird uns gerade in der Corona-Zeit immer wieder gesagt. Auch wenn ich zu jemand äußerlich vielleicht Abstand halte, kann ich mit ihm im Herzen total gut verbunden sein. Ich habe das in diesen Tagen immer wieder erlebt. Es werden wahrscheinlich jetzt viele Menschen auch zu Hause mitfeiern, die ich auch kenne, mit denen ich verbunden bin, wo ich so spüre und auch mit meinen Mitbrüdern durch Briefe, durch Telefonanrufe, aber einfach auch, dass wir füreinander beten, dass wir da in einer tiefen Verbindung miteinander sind. Und das finde ich großartig. Und dass wir heute Abend in dieser Verbindung bleiben. Es ist uns wichtig, gerade auch uns Missionsbenediktinern, mit ihnen im Gebet verbunden zu bleiben. In dieser Zeit, wo so vieles geschlossen ist, miteinander im Gebet sich zu verbinden. Mit Gott ins neue Jahr zu gehen. Ich habe in einer Geschichte gehört, die ich Ihnen zum Schluss mitgeben möchte. Da geht es um einen Arzt, der seinen Patienten im Altenheim besucht. Und ihm fällt ein 96-jähriger Mann auf, der stets zufrieden und freundlich ist. Und eines Tages spricht ihn der Arzt darauf an und fragt nach dem Geheimnis seiner Freude. Und lachend antwortet der Mann: Herr Doktor, ich nehme jeden Tag 2 Pillen. Die eine und 2 Pillen ein. Und der Arzt schaut ihn verwundert an und sagt zu ihm: Aber ich habe Ihnen doch gar keine solche Pillen verschrieben. Und dann sagt er mit einem verschmitzten Lächeln: Das können Sie auch gar nicht, Herr Doktor. Am Morgen nehme ich gleich nach dem Aufstehen die Pille der Zufriedenheit. Und am Abend, bevor ich einschlafe, nehme ich die Pille der Dankbarkeit. Diese beiden Arzneien haben ihre Wirkung noch nie verfehlt. Das will ich Ihnen gern glauben, sagte der Arzt. Ihr Rezept ist wirklich weiter zu empfehlen. Da schließt sich für mich der Kreis zum Epheserbrief: Dankt Gott mit Hymnen. Die Dankbarkeit ist es eigentlich. Menschen, die dankbar sind, sind auch lebendige Menschen. Und ich lade Sie ein, vielleicht auch für sich selber daheim so eine Litanei der Dankbarkeit aufzuschreiben. Für was bin ich alles dankbar? Was ich trotz dieser Schwierigkeiten in diesem Jahr hatte, was ich erleben durfte. Und so möchte ich Sie einladen, in dieses neue Jahr hineinzugehen mit einer Nachsicht, mit einer Umsicht und mit einer Vorsicht. Und in dem Bewusstsein, dass Gott auf unseren Wegen mit dabei ist, dass er uns begleitet mit seiner Liebe, dass sein Licht auf unseren Lebensweg scheint. Die heiligen drei Könige haben sich auch auf den Weg gemacht. Und Sterne sieht man oft nur im Dunkeln. Über uns, wo wir gerade sind, da ist ein Stern. Ich wünsche Ihnen, dass Ihnen auch immer wieder so ein Stern in Ihr Leben hineinleuchtet. Dass Sie spüren dürfen, dass Gott mit Ihnen auf dem Weg ist. Und dass Sie ihn nicht aus dem Blick verlieren in diesem neuen Jahr 2021. Thank you.
Herr, wir gehen in dieses neue Jahr hinein, im Vertrauen, dass du uns begleitest. Viele Menschen leben in Angst, wie geht's weiter? Was wird geschehen? Wir legen all unsere Ängste in deine Hand und vertrauen darauf, dass du uns führst und dass du uns leitest mit deiner Liebe, mit deiner Sorge und mit deiner Güte. Vor Mitternacht lade ich Sie zu Hause ein, vielleicht das, was Sie gerade bewegt, in aller Stille vor Gott zu bringen. Vielleicht haben Sie eine Kerze angezündet, als Zeichen, dass Gott mit seinem Licht auf Ihrem Weg sein möchte. Und in dieser Stille, in diesem Warten auf den Schlag unserer Kirchturmuhr, Ihre Anliegen vor Gott, das, was Sie jetzt gerade bewegt, vor Gott zu bringen. Und dann wollen wir den 12-Uhr-Schlag abwarten und das Geläut hören und dann einstimmen, wo Sie zu Hause mit einstimmen können in das Te Deum, großer Gott, wir loben dich. Thank you.
Die Glocken läuten uns ins neue Jahr hinein und mit den Glocken zusammen wollen wir ins Te Deum, großer Gott, wir loben dich, einstimmen. Lasst uns Fürbitte halten in dieser frühen Morgenstunde am beginnenden Tag, am Beginn des neuen Jahres. Herr Jesus Christus, wir glauben dich als den Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega und als den Retter der Welt. In diesem Glauben bringen wir dir zum Ende eines alten und zum Beginn eines neuen Jahres unsere Anliegen und bitten dich. Für alle in unserer Gesellschaft, die im Blick auf die weltbewegenden Veränderungen, auf das, was die Pandemie mit den Völkern macht, mit Sorge und Angst in das neue Jahr gehen, schenke ihnen Zuversicht und Vertrauen in dich. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Für alle, die resigniert haben, die keinen Sinn mehr sehen in ihrem Leben und nichts mehr von dir und anderen Menschen erwarten, lass sie spüren, dass du gerade für sie geboren bist, für sie, die sich schwach und hilflos fühlen. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Für alle, die keine Zeit haben, weder für sich noch für andere, hilf ihnen immer wieder in der Gegenwart zu verweilen, damit sie darin das Wichtige und Notwendige in ihrem Leben erkennen. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie.
die Kirche, für Papst Franziskus und alle, die Verantwortung haben in der Kirche. Stärke ihren Glauben und lass sie mit der Freude und Begeisterung für deine Botschaft ihren Dienst tun. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Für alle, die in dieser Nacht in den Krankenhäusern Dienst tun, für das Pflegepersonal, für die Ärzte, aber besonders für alle, die krank sind und die sich Sorgen machen um einen lieben Menschen, der schwer da niederliegt. Gib ihnen die Kraft durch deinen Geist, der in allem einen Sinn zu schaffen vermag. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Für uns alle, dass wir nicht am Frieden verzweifeln, sondern beginnend bei uns an ihm und mit allen Kräften bauen. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Für alle, die in diesen Tagen und heute Nacht allein sind oder nur wenige Menschen kennen, die bei ihnen sein können, für diejenigen, die keine Obdach haben oder auf der Flucht sind, lass sie konkret Hilfe erfahren durch Menschen, die ein offenes Herz haben. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Und für uns selbst, dass wir den Mut nicht verlieren, im Glauben an dich unser Leben gestalten und dass wir deine Gegenwart in allem, was uns widerfährt, erspüren dürfen. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Herr Jesus, öffne uns für das neue Jahr, dass wir mit Zuversicht in die unbekannte Zukunft blicken, dass wir das Hoffen nicht verlernen und neu erlernen, dass wir darauf vertrauen können, dass du bei uns bist und deine Liebe niemals endet. Du hast die Macht, die Welt zum Guten zu verändern. Dir vertrauen wir und preisen dich mit dem Vater und dem Geist. Und in diesem Vertrauen wollen wir das Gebet sprechen, das der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Lasset uns beten. Gott, du bist ein Gott, der mit uns geht. Auf dich vertrauen wir. Sei bei uns, sei bei den Menschen, die gerade in Angst sind, sei bei den Menschen, die ihre Zuversicht, ihre Umsicht, ihre Nachsicht verloren haben. Lass uns spüren, dass wir nicht aus deiner Hand fallen können. Schenk uns Mut und Kraft und deinen Heiligen Geist. Dazu möge uns dieser gute Gott segnen, sie zu Hause segnen, mit all den lieben Menschen, die ihr in eurem Herzen tragt. Und so segne euch der gute und treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ich wünsche euch auch im Namen meiner Gemeinschaft ein gesegnetes neues Jahr 2021.
Möge Gott in eurem Herzen sein, euch begleiten und dass wir miteinander verbunden bleiben. Und so singen wir zum Schluss: Und ein neuer Morgen. Herr, du bist die Hoffnung, auch da, wo Leben scheinbar verdorrt. Bleibt zu Hause im Frieden. Ein kurz Neues, ja. Ein gutes Neues, ja. Gutes Neues, ja. Dem Tonmeister.